Servus Leute und willkommen zu einem neuen Destiny 2 Video von mir, dem Ilias. Es ist endlich soweit und ich möchte euch heute Teil 2 meiner Top 10 Waffen aus dieser Season zeigen, die du auf keinen Fall verpassen darfst und die am besten jetzt noch vor Jenseits des Lichts holen solltest. Wer Teil 1 mit den ersten 5 Waffen nicht gesehen hat, kann das gerne nachholen, ich verlinke oben rechts das Video dazu noch einmal. Als Hinweis nochmal, ich habe hier nur Waffen berücksichtigt, die man in dieser Season sehr gut farmen kann, beziehungsweise in meinen Augen ein Must-Have sind, die du nicht verpassen solltest, also nichts, wofür du einen Raid oder so gehen musst, sondern einfach nur Waffen, an die jeder relativ einfach rankommen kann. Steigen wir einmal mit der wohl stärksten bzw. besten Primärwaffe ein, der Ikelus MP V1.0.2. Die Waffe ist ein alter Bekannter und dennoch erlebt sie jetzt ihre Glanzzeiten. Woran liegt das? Das hat zwei Hauptgründe. Wir können mit ihr Kriegsgeistzellen zum einen erzeugen, also diese kleinen Mini-Atombomben. Das alleine sorgt nämlich schon dafür, dass sie automatisch zu den besten Primärwaffen gezählt werden kann. Dazu kommt, dass ihr wohl größter Konkurrent, also die Einsiedlerspinne, ab nächster Season auf der Strecke bleibt. Naja, Sunsetting und so weiter. Aber schauen wir uns die Waffe etwas genauer an. Wir haben eine Feuerrate von 750 und ein Magazin von 29. Dazu eine Basisreichweite von 54 sowie eine mega gute Handhabung. Die Waffe ist zwar schon im PvP gut zu gebrauchen, sofern man halt SMGs gerne im PvP spielt, aber im PvE, da ist sie ein wahres Monster. Schauen wir uns aber zunächst einmal einen Godroll für das PvP an. Da hätten wir zunächst die Seraph-Kugeln. Die sind eine Besonderheit, diese geben der Waffe ein Plus an Reichweite, nämlich von 2 Meter im Vergleich zu den anderen SMGs derselben Gattung und die Kugeln prallen von Wänden ab und durchdringen Ziele. Kommen wir jetzt zu den Perks. Da würde ich zu dynamischer Schwungreduktion gehen, also würde ich drauf gehen. Verbessert bei dauerhaft gedrückt gehaltenem Abzug die Präzision und Stabilität. Und den Perk Tipp mal an. Beim ersten Drücken des Abzugs werden Stabilität und Präzision für kurze Zeit erhöht. Kommen wir zu den PvE-Rolls. Auch hier solltet ihr unbedingt die Seraph-Kugel mit reinnehmen. Und als weitere Perks empfehle ich hier Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, also verbessertes Nachladen, Stabilität und Handhabung, wenn Feinde in unmittelbarer Nähe sind. Und in der letzten Reihe den Perk umzingelt, denn mit diesem macht ihr 30% mehr Schaden an Gegnern und nehmt ihr dann noch die umzingelt Waffenmod dazu, sind es sogar 40% mehr Schaden, also richtig heftig. In dieser Kombi habt ihr eine schnellere Nachladegeschwindigkeit wie die Einsiedlerspinne und macht sogar mehr Schaden wie die Einsiedlerspinne. Und das alles erfordert von euch nicht einmal einen Kill, sondern einfach nur ein paar Gegner in eurer Nähe und das dürfte wohl nicht so schwer sein. Bekommen könnt ihr die Waffe im kurzstreckenfokussierten Umbralengramm, also auch das dürfte kein Problem sein. Kommen wir auch schon zur zweiten Waffe, der Ikelos SSG V1.0.2. Sehr, sehr viele Scharfschützengewehre werden ab nächster Season durch das Sunsetting nur noch bedingt nutzbar. Mit der Ikelos SSG haben wir aber eine Sniper, die uns lange Zeit erhalten bleibt und sie ist sowohl im PvE als auch im PvP eine Top-Wahl. Kommen wir erst einmal zu den PvE-Perks, also zu dem Godroll da. Als Magazin empfehle ich ein Zusatzmagazin, dadurch erhaltet ihr 2 zusätzliche Kugeln im Magazin. Für den ersten Perk-Slot, daher dann aller guten Dinge sind 4, für die, die nicht wissen, was das ist. Bei schnell aufeinanderfolgenden Präzisionstreffern werden 2 Geschosse ins Magazin zurückgegeben. Und als zweiten Perk würde ich durchschlagende Reserven nehmen. Die letzten Geschosse eines Magazins fügen mehr Schaden zu. So ausgestattet kann euer Sniper stolze 11 Schuss ohne Nachladepause raushauen. Die 4 Bonuskugeln werden zudem nicht aus euren Reserven gezogen, also die habt ihr zusätzlich, erscheinen aus dem Nichts. Keine legendäre Sniper hat derzeit so leicht zu erreichende und so hohe Schadenswerte, also definitiv für alle PvE-Aktivitäten sehr zu empfehlen. Kommen wir zum PvP. Natürlich kann sie hier nicht mit Geliebt oder Widerruf mithalten, aber wenn wir uns anschauen, welche Sniper uns durch das Sunsetting noch erhalten bleiben in der nächsten Season, dann ist diese für mich die beste Wahl. Mir wäre zwar eine etwas geringere Zoom lieber, aber dennoch fühlt es sich fantastisch an und hat auch einige tolle Perk-Kombinationen mit dabei.
Und wenn wir an die Änderung, was den Zoom angeht und den Aim Assist für die nächste Season, die ja vor 2 Tagen angekündigt wurden, dann ist hier sogar eine noch weitaus bessere Wahl, wie ich zunächst angenommen hatte. Der PvP Godroll ist für mich folgender: Seraph-Kugel für das Extra an Reichweite, dann bewegliche Zielscheibe, erhöhtes Bewegungstempo und Zielerfassung, während man sich bewegt und die Zielvorrichtung benutzt, und ganz klar fixer Zug, diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden. Bekommen könnt ihr diese Waffe im Assassinen-fokussierten Umbralengramm und es ist eine Top-Waffe, holt sie euch. Kommen wir jetzt auch schon zur dritten Waffe. Das ist ebenfalls eine Ikelos-Waffe und ihr seht, die Ikelos-Waffen haben es mir diese Season angetan. Das ist die Ikelos SG V1.0.2, also die Ikelos Schrotflinte. Diese Waffe farmt ihr vor allen Dingen fürs PvE. Im PvP war sie einmal God-Tier, aber das ist schon eine ganze Weile her. Aber im PvE, oh Mann, da macht sie wirklich Spaß zu spielen. Auch auf sie trifft zu, dass sie Kriegsgeistzellen nämlich erzeugen kann und unglaublich gut dazu geeignet ist, ganze Areale mitsamt den Yellowbar-Gegnern zu erledigen. Darauf ist auch mein Godroll für die Waffe ausgelegt. Fürs PvE wähle ich den Perk Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Verbessert das Nachladen, Stabilität und Handhabung, wenn Feinde in unmittelbarer Nähe sind. Und in der letzten Reihe den Perk Umzingelt, inklusive natürlich Umzingelt Mod. Diese Waffe gepaart mit den Perks und einem Nahkampfbild, das macht mega Spaß, sich durch die Gegner reinzuschießen. Und vor allen Dingen hat sie auch noch voll Auto, also man muss nicht ständig klicken. Die haut die Kugeln geradezu raus, also es macht einfach Spaß. Bekommen könnt ihr die Waffe, das ist jetzt das, was ein bisschen tricky ist, nur im Dungeon. Allerdings ist er ja nicht so schwer wie ein Raid, sondern man kann ihn gut zu zweit oder zu dritt eben laufen. Und ein, zwei Leute findet man ja eigentlich dann doch immer für sein Team. Deswegen habe ich die Waffe auch noch mit reingenommen. Auf jeden Fall, es lohnt sich dafür in den Dungeon zu gehen. Ich meine, der lohnt sich so oder so, aber die Waffe ist wirklich mega gut, um ganze Areale zu clearen. Mit den Kriegsgeistzellen, mit dem starken Schaden, den sie selber raushaut bei Gegnern, holt sie euch. Als vierte Waffe haben wir dann ebenfalls wieder eine Schrotflinte, aber eine doch ganz andere, nämlich die Slug Shotgun Workaholic. Slug Shotguns haben ja generell zu Beginn der Season einen Buff bekommen und sind dadurch zu richtig guten DPS-Optionen geworden. Also diese Waffe ist auch für mich nicht ein Ad-Clearer in erster Linie, sondern definitiv eine Waffe, mit der man versucht, Max-Damage rauszuhauen gegen Yellowbar und vor allen Dingen auch gegen Boss-Gegner. Man kann die Waffe zum Beispiel auch super gut mit einer Anarchy kombinieren. Da kann man Schadenswerte raushauen, das ist jenseits von Gut und Böse. Aber wie ihr schon hört, auch das eine PvE-Waffe, hier werde ich gar kein PvP-Roll dazu sagen. Es gibt zwar ein paar Optionen, aber ich muss sagen, ich habe nicht die Erfahrung damit, weil ich Slugshotguns im PvP nicht spiele. Aber wenn ihr dann guten Roll habt, haut es den doch gerne in den Kommentaren raus. Aber kommen wir zu den PvE-Rolls. Da haben wir folgende zwei Perks. Einmal Selbstladehalter, klar, dass sie immer wieder nachgeladen werden kann. Und Vorpalwaffe, also erhöhter Schaden gegen Bosse, Fahrzeuge und Hüter mit aktiver Super. Wenn wir jetzt Vorpalwaffe inklusive einer Boss-Mod nutzen, dann machen wir 24% mehr Schaden und kommen generell auf DPS-Werte, die viele schwere Waffen definitiv in den Schatten stellen. Also so, dass die Raketenwerfer, viele Granatwerfer, das alles, kann man dagegen vergessen, was den Schaden angeht. Auch die Waffe können wir natürlich wieder in den Umbralengrammen bekommen. Und zwar, wenn wir gezielt danach farmen wollen, in den kurzstreckenfokussierten Umbralengrammen. Kommen wir jetzt auch schon zu der fünften und letzten Waffe meiner Top 10 Waffen aus dieser Season, dem Granatwerfer Wahrheitssprecher. Auch unser geliebter oder gehasster, je nach Perspektive, Gipfel fällt ab nächster Season dem Sunsetting zum Opfer. Mit Wahrheitssprecher haben wir jetzt bereits den perfekten Ersatz hierfür. Klar, er ist im Umgang etwas schwieriger als der Gipfel und man muss sich daran gewöhnen, aber wenn man das erstmal überwunden hat und sich daran gewöhnt hat, ist die Waffe wirklich fantastisch. Vor allem ist er mega vielseitig. Wir können ihn als reinen Ad-Clearer nutzen, als Waffe mit hohem Schaden gegen Yellowbars und Bosse oder auch für die Feuerprobe zum Beispiel verwenden den ganz viele mit Blendgranaten. Also es gibt ganz viele verschiedene Varianten.
Auch fürs PvP ist er ganz gut geeignet. Und deswegen schauen wir uns zunächst auch den PvP God Roll an. Da halten wir zum einen Selbstladehalter, das haben wir jetzt heute schon mehrfach gehabt, und fixer Zug. Damit könnt ihr in jeder Situation die Waffe mega schnell ziehen, Schaden auf den Gegner machen und dann den Gegner, sofern nötig, mit einer Primärwaffe noch finishen. Also wirklich flexibel, schnell einsetzbar und es gehört ein bisschen Übung dazu, aber das ist ja auch irgendwo der Reiz an dem Ganzen, dass man neue Waffen kennenlernt und sie übt. Im PvE gibt es viele gute Rolls, wie schon bereits gesagt, und es ist schwer, sich zu entscheiden, aber auch da habe ich mich entscheiden müssen und für mich ist es vor allen Dingen, sind es die Perks Selbstladehalter und Demolierer. Also Demolierer ist, Kills mit dieser Waffe erzeugen Granatenenergie. Durch die Aktivierung deiner Granatenfähigkeit wird diese Waffe dann aus den Reserven aufgeladen. Also das ist eigentlich richtig cool. Wir können einen Schuss raushauen, wir werfen eine Granate, haben sofort wieder einen Schuss drin, können wieder schießen. Dann schießen wir ein bisschen mit der Primärmunition und das Ganze geht dann immer und immer wieder so von vorne los. Es macht mega Spaß und die Waffe ist wirklich zu empfehlen. Wenn ihr sie noch nicht habt, holt sie euch. Vielleicht sagt ihr auch, dass euch eine andere Variante, wie ihr sie spielt, noch besser gefällt als Adclearer oder so. Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall. Ja, das waren die Top 10. Jetzt endlich das zweite Video gekommen. Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat. Ich bin gespannt, wie viele ihr davon schon habt, wie viele ihr schon selber getestet habt. Ich hoffe, dass euch auch das Video jetzt geholfen hat, dass es euch gefallen hat. Und würde mich sehr über einen Daumen nach oben, euren Kommentar oder eben auch ein Abo vielleicht freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Elias. Ciao.